Hallo liebe Wanderfreunde, bevor ihr das nachfolgende Video genießt, wünschen wir euch zusammen einen schönen zweiten Advent und feiert schön mit euren Liebsten. Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute auf der zweiten Etappe des Panoramawegs St. Wendler Land unterwegs. Die Tour geht heute von Freisen bis an den Bostalsee. Diese Wanderung hat etwa 25 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Tour so ist, dann kommt mit. An einer Landstraße vorbei, etwa 500 Meter weit. Wir sind wieder froh, wenn wir hier weg sind.
Noch etwa 3 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder an der Unterkunft. Wie war der Weg für uns heute? Landschaftlich hat es uns richtig gut gefallen. Was uns nicht so gut gefallen hat, das war der Asphaltanteil dieser Tour. Der war sehr, sehr hoch und das wollten unsere Füße nicht so wirklich. Man musste die ein oder andere Pause mal einlegen und die Schuhe ausziehen. Naja, was soll's, vielleicht wird es ja morgen besser. Ich habe ja gesagt, am Anfang im Intro, dass wir bis zum Burstalsee gehen, aber den Burstalsee werdet ihr heute nicht sehen, erst nächste Woche. Denn am Burstalsee, kurz davor, biegen wir links ab zur Unterkunft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute auf der zweiten. Es haben wir so schönes Vogelzwitscher und dann hielt man in der Ferne die Motorräder. Ärgerlich. Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind am Stotterhahn. Noch etwa 3 Kilometer, dann haben wir auch das Ziel schon erreicht. Wie war der Weg? Landschaftlich war er richtig schön. Noch etwa 3 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder... Noch etwa 3 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Ziel. An unserer Autobahn.